Schritt, dass du einfach gehst. Ich laufe. Ja. Schön. Ja. Hier sehen wir gerade zwei Leute von Fritz, Jugendradio Fritz, für das wir hier mit Werbung machen. Wir holen überall eure Wahlprogramme ab, ja, damit der junge Berliner sich entscheiden kann, was er denn jetzt wählt, Anfang September. Was habt ihr? Die SPD hat so Bärchen, haben wir gehört. Also wir haben zum Beispiel natürlich, wie immer, Kondome zu bieten. Echt? Ernsthaft? Ja. Ist das super. Okay. Und Feuerzeuge, darüber freuen sich die Menschen auch immer. Und Kugelschreiber, ja, Einkaufswagen-Chips. Wir freuen uns ja besonders, dass welche von Fritz da sind. Ja. Nicht nur, weil wir Fritz toll finden, ja, sondern weil Fritz vom RBB ist. Und andere Sendungen vom RBB wollen ja nicht so gerne, dass wir bei Elefantenrunden mit dabei sind. Ach, habe ich gehört. Ja, stimmt. Ja. Ja, darfst du was dazu sagen? Oder ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß, ich habe davon oder gehört. Oder ist es blöd, wenn du... Aber ich kann gleich mal sagen, dass Radio Fritz jeden Spitzenkandidaten zum Promi-Döner, also ich werde jeden zum Promi-Döner einladen. Und wir werden mit jedem Spitzenkandidaten der fünf, nennen wir sie, großen Parteien in Berlin zu ihrem Lieblingsdöner gehen und über Berlin sprechen. Lieber Harald, freue dich also schon mal auf einen Döner. Guse, hallo, wir werden zusammen einen Döner essen. Bei dir. Ah ja. Ich glaube, das ist schon sogar fest, ne? Und da hinten ist Ute, die Terminkoordination der Spitzenleute macht. Genau, und wer bist du? Ich bin der Fotograf. Du bist der Fotograf, ein Fotograf ohne Namen. Ja, auch Guse. Guse und Guse. Guse und Guse. Die sind verwandt. Alles klar. Cool, gut. Ja, schön. Ja, vielen Dank fand ich und auch. Dann bis zum Promi-Döner. Bis denn. Tschüss.